Tag auch Leute, ich bin Ekusare und willkommen zu Let's Play Anno 1404. Das ist heute zwar nicht meine erste Aufnahme von diesem Spiel, weil ich eben schon eine ca. 10 Sekunden lange Aufnahme hatte, bei der mir Audacity sofort wieder abgestürzt ist. Und deswegen bin ich immer noch in diesem schönen Menü, aber ich würde sagen, dieses schöne Menü verlassen wir auch gleich wieder, wobei es eigentlich kein Menü ist. Und wieso rede ich wieder so schnell oder so ein Scheiß? Egal. Wir waren letztes Mal damit beschäftigt. Ja, womit waren wir beschäftigt? Wir waren dabei, eine Teppichproduktion aufzubauen, wie ich gerade sehe. Damit wir auch das Indigo haben, welches wir ausliefern, also wieso ausliefern, wir benötigen es eher, um eine Karte zu machen. Ja. Ich würde mal sagen, das Papier haben wir noch nicht gekauft, schätze ich mal. Nein, haben wir nicht. Aber, ups, ja, wenn ich auf W drücke, dann bekomme ich natürlich nicht mein Schiff. War irgendwie zu erwarten, dass ich auch die nötige Zahl, in diesem Fall die 2, drücken muss. Weil aufs W kann man lange drücken. Ne? Da liegt in diesem Spiel leider nichts Wichtiges, oder? Nö. Aber auf Q kann man zwischen den Schiffen das wechseln. Indigo müsst ihr selbst heranschaffen. Aber Papier kann ich euch verkaufen. Das haben wir doch schon gekauft. Falls du es nicht bemerkt hast. So, Indigo. Auch davon brauchen wir in diesem Szenario ein bisschen mehr. Ich werde hierhin schon mal meine Indigo-Produktion aufbauen. Und ich würde sagen, hier werde ich auch eine Noria benötigen. Für die Gebiete da oben. Um hier einen ordentlichen Ertrag zu erzielen. Ich baue erstmal eine Plantage auf, weil das für unseren momentanen Bedarf voll und ganz reicht. Für die Karte. Großartig. So. Los, bau dich. Und ich würde sagen, wir nutzen die Zeit, um gleichzeitig mal mit dem diesen mit dem Schiffchen hier und ein bisschen mehr Baumaterial in die Ferne zu segeln und uns die andere Insel zu erschließen. Oder mache ich es einfach mal stilhalber mit dem orientalischen Schiff? Aber Papier kann ich euch verkaufen. Ach, scheiß auf Stil. Hin zur Effektivität sind wir mal. Ich wurde auch darauf angeschrieben, dass doch die orientalischen Markthäuser besser seien. Also diese hier. An sich haben sie natürlich den Vorteil, dass sie genauso gut sind wie die dritte Stufe des normalen Occident-Markthauses und 3 Markkarren haben. Aber wie man sieht, in diesem Falle kommt dieses eine Markthaus durchaus noch klar mit den 3 Stück. Würde ich jetzt hier noch 20 weitere Betriebe reinklemmen, dann wird es Probleme haben. Also 4 ist schon bei diesen längeren Wegen ein Problem. Ab hier könnte sich schon fast lohnen, 2 Markkarren zu benötigen, also gebrauchen. Aber bei 3 Produktionen, die abgeholt werden müssen, reicht ein kleines Occident-Markthaus vollkommen aus. Bei Kontoren gilt übrigens genau dasselbe. Ich würde mal sagen, Skorpionenhort wird unsere neue Siedlung. Wo brauche ich hier doch mal? Oh. Brauche ich hier so viel? Habe hier so viele Produktionsketten am Anfang? Im Hafenbereich, mal eben nachdenken. Da, okay, komm. Eben das Papier ausliefern. Und dann überladen wir mal eben die Waren. Das geht ja praktischerweise einfach eben per Drag and Drop. Weil ich glaube, hier können wir, wenn wir ein bisschen sinnvoll strukturiert bauen, jede Menge Betriebe in den Kontorbereich quetschen. Und hier könnte es sich lohnen. Außerdem sieht es ja nun mal echt besser aus, wenn man ein orientalisches Konto hat. Das Einzige, was meiner Meinung nach fehlt in diesem Spiel, sind auch orientalische Hafengebäude. So, 2 Norien. Der Bereich in der Mitte ist übrigens tatsächlich doppelt so fruchtbar. Das heißt, die Felder, die dort sind, zählen auch mehr als nur den, in diesem Fall beiseite, 20% Anteil an der Gesamtproduktion. Das kann dazu führen, dass man weniger Felder braucht, um eine Plantage zu 100% auszulasten. Viele nennen das auch den Noria-Bug. Ich muss allerdings sagen, dass es
an sich eigentlich kein Bug ist, wenn er offiziell beschädigt ist, auch wenn ich es für sinnlos halte und dementsprechend auch dieses Bug nachvollziehen kann. Ob es am Ende denn ein Bug ist oder irgendwie dieses Buggerede nur eine Ausrede von Ubisoft ist, dass hier ein Spielfehler drin ist, ist mir eigentlich ziemlich egal. Es funktioniert ziemlich gut. Nun können wir endlich die Karte der Assassinenfestung anfertigen. Man sieht jedenfalls hier, wir haben 4 von 5 Feldern und 100% Auslastung. Aber nun kümmern wir uns mal um die Karte der Assassinenfestung, wie man eben gerade gehört hat. Und wir erstellen nebenbei unsere Seidenroute. Wir transportieren die Seide und stellen die Teppiche dann in unserer Hauptstadt her. Also Seide rauf und Seide runter und das Ganze dann noch auf dem zweiten Slot, falls sich die Produktion ein bisschen anhäuft. Und machen das mit unserer Santa Maria, unserem Flaggschiff. Wie gesagt, unser orientalisches Schiff ist besser und dementsprechend werde ich es auch benutzen. So, nun sollen wir eine Karte anfertigen von der Insel ohne Wiederkehr. Währenddessen nehme ich mir mal die Zeit und baue jetzt die Produktion auf. Und ich sage mir einfach mal so, dass man hier theoretisch da oben machen könnte, dass er direkt von der Indigo-Plantage abholt und dieses Markthaus abholt. Oder man macht das so, dass das Indigo da oben eingeliefert wird und wir nutzen gleichzeitig mal unser Konto ein bisschen mit. Ja, ich habe natürlich vergessen, dass hier das gesamte Werkzeug drauf ist auf der Insel. Holen wir uns mal ein bisschen davon ab. Und drücken wir unsere Lieblingstaste. Nichts geht über die Plus-Taste in diesem Spiel. Eine Insel wurde erfolgreich kartografiert. So. Und die Karte sollen wir jetzt vorbeibringen. Während wir mal eine Zeppich-Knüpferei bauen. Kommt mit der Karte hierher. Vielleicht fällt uns gemeinsam etwas ein, wie wir Richard befreien können. Ein Hinweis, eine Zeppich-Knüpferei kommt auf eine Indigo-Plantage und eine Seidenplantage. Diese Kombination erzielt mal wieder eine 100% Auslastung. Und großartig. Der Teppichknüpfer, ja, wir wissen's. Und es gibt dabei keine Überproduktion an den Rohstoffen. Dementsprechend lohnt es sich sehr. Außerdem kann ich nur empfehlen, Teppiche sind eine sehr gute Ware zum Verkauf. Das heißt, falls ihr mal irgendwie viel Geld durch Verkauf rein... Ja gut, falls ihr zum Beispiel die diplomatischen Beziehungen endlos spielen zu anderen Computerspielern verbessern wollt, baut einfach eine riesige Teppichproduktion auf und verkauft ihm alles. Dadurch könnt ihr große Erträge erzielen und dadurch steigt auch euer Ruhm extrem an. Aber nun zurück zu Hildegard. Dieser Turm ist also Richards Gefängnis und es ist stark bewacht. Ach herrje, wie sollen wir den Ärmsten dort nur herausholen? So, wie man vielleicht gesehen hat, ich habe mir noch eine fürstliche Lehnsurkunde gekauft. Sie hat uns auch eine fürstliche Lehnsurkunde geschickt. Sie können einen Tunnel graben und so Lord Northburg heimlich aus dem Gefängnisturm befreien. Doch es gibt zu wenig Freiwillige hier, die diese gefährliche Aufgabe übernehmen wollen. So, wir sollen nun dafür sorgen, dass wir mindestens 120 gesandt haben. Ihr habt sie, die Metalle, oder? Habt ihr sie? Und ganz wichtig, ab und zu mal bei ihm vorbeischauen. Hier brauchen wir nämlich die 10 Tonnen Eisenerz und 10 Tonnen Golderz. Ja, ja, alles da. Dann kann ich ja mein seit 1000 Mal bedankt. Wollt ihr hier mit eurer Anerkennung euer Bemühen so eines Tages Früchte tragen? Seid ihr an den Kosten? Dann holen wir jetzt noch mal ein bisschen Werkzeug vorbei. Wie man sieht, ist dieser Auftrag sehr nützlich für uns. Als gut. Sehr gut. So, wir häufen gerade wieder ein paar Nebenaufträge an, also eher Hauptaufträge, die wir machen müssen. Aber dieser Nebenauftrag hier wird sehr gern übersehen. Man muss ihn tatsächlich anklicken dafür, damit er aktiviert wird. Mein dafür habe ich auch... So, muss jetzt einfach sein.
halt um diesen Auftrag auszuführen, empfehle ich euch, frühzeitig schon die 10 Tonnen Eisenerz und Golderz anzuschaffen. Und die Belohnung ist recht nützlich für den späteren Verlauf, und zwar ein Abakus der Gelehrten, welcher zusätzliche Gesandtenrechte für unsere Nomaden erteilt. Diesen hebt euch am besten auf. Den kann man später noch gebrauchen. Ich werde ihn wahrscheinlich werde ich am Ende nutzen, wenn ich damit wirklich die Stadt vollkriege. Für das benötigte Ziel, was aber erst später weiter von mir erklärt wird. Ja, gut. Werkzeug ausliefern. Und wir sollen jetzt eine Moschee errichten und eine Mosaikproduktion errichten. Und 120 Gesandte machen. Also erstmal Mosaik, weil wir für die Moschee Mosaik brauchen. Logisch eigentlich. Dann können wir halt die Moschee bauen, weil wir die zuerst bauen, bevor wir Gesandte bauen, weil die Gesandten wiederum eine Moschee benötigen. Aber es ist gut. Heißt, es gibt eigentlich nur diese eine Reihenfolge. Man kann es nicht anders machen. Außer natürlich, man kauft bei ihm einen. Lord Northburg mit Hilfe der Mineure. Ich würde sagen, wir errichten gleich mal unseren Quarzbruch.